Ganz schön großer Trubel im ESA-Zentrum in Darmstadt. Kein Wunder, ein Bundespräsident kommt schließlich nicht alle Tage zu Besuch. Hier im Hauptkontrollraum, dem Herzstück des Satellitenkontrollzentrums, durfte Joachim Gauck den Mitarbeitern über die Schulter schauen. Das Kontrollteam überwacht die Kometenmission Rosetta und die steht nach 10-jähriger Reise kurz vor einem absoluten Highlight ihrer Expedition. Zum ersten Mal soll ein Landegerät auf einer Kometenoberfläche abgesetzt werden. Dieses Zentrum hier ist ein lebendiges Beispiel dafür, warum wir Europa auch brauchen. Keines der europäischen Länder alleine ist stark genug, solche gewaltigen Projekte zu stemmen. Bundespräsident Joachim Gauck kam nicht alleine, sondern in Begleitung von 140 Botschaftern. Hier bekam sie einen Eindruck von der Arbeit der Europäischen Weltraumorganisation. Seit 1967 ist die für den Betrieb sämtlicher ESA-Satelliten und für das weltweite Netz der Bodenstationen verantwortlich. Aktuell werden 14 europäische Satelliten von Darmstadt aus kontrolliert. Aber Raumfahrt ist gar nicht immer so abgehoben, wie weitläufig angenommen werden könnte. Auch wenn es vielleicht den Eindruck erwecken mag, dass es eine Domäne für so ein paar Wissenschaftler und Ingenieure ist. Nein, Raumfahrt hat Einzug in unseren Alltag genommen. Sie bestimmt unser tägliches Leben mehr, als uns vielleicht oft bewusst sein mag. Live-Übertragungen aus den entferntesten Regionen unseres Planeten, zuverlässige Wettervorhersagen und natürlich das Navi, das uns in den Großstädten auf langen Autofahrten, beim Wandern, in der Luft, beim Fliegen, auf dem Wasser unsere genaue Position und die Richtung zum gewünschten Ziel angibt. All das sind bereits Dinge, die zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Ein Highlight, die Live-Schaltung zu ESA-Astronaut Alexander Gerst am russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Er wird in 2 Tagen zu seiner Blue Dot Mission in Richtung der internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Die Reise und sein Leben als Astronaut kann sogar mitverfolgt werden, denn er plant, seinen ganz persönlichen Blog zu verfassen. Ich möchte sagen, das, was die Wissenschaft, was die Forschung den Menschen schenkt, ist Aufklärung, die funktioniert. Und in der Politik ist der Gedanke der Aufklärung manchmal etwas schwerer durchzusetzen als dort, wo wissende und forschende Menschen miteinander dem Fortschritt und dem Frieden dienen. Also wir begleiten Sie mit all unseren guten Wünschen bei Ihrer schwierigen Mission und wir möchten Sie gesund wieder zu Hause sehen und glücklich für das, was Sie dann erforscht und erreicht haben. Über 140 hochrangige Gäste, das ist selbst bei der ESA Darmstadt etwas ganz Besonderes. Die Vorbereitungen so haben ungefähr so knapp 5 Wochen so gedauert. Es gehörte so Pressearbeit vorbereiten, es gehörte so Ablauf auf die Minute, es gehörte so die Recherche der Themen, die der Präsident so interessiert. Wir haben auch so sicherheitsmäßig so natürlich also sehr viel abgestimmt, um einen reibungslosen so Ablauf zu gewähren. Nach dem Rundgang im Hauptkontrollzentrum ging es für die Berliner Delegation auch schon weiter. Das straffe Programm der Hessenreise sieht noch Stopps in Frankfurt, Wiesbaden und Eltville vor.